Ahnung haben, mittlerweile mehr sympathisieren mit dem Aggressor als mit dem Opfer oder in dem Fall mit den Polizisten. Oder ist ausgewiesen aus dem Lokal. Trotzdem, die Türen zertrümmert, die Fenstereinschläge oder die Eingangstüre, ja, und dann kommt er noch aggressiv rein. Wir wissen, solchen harten Techniken greifen muss, wenn du verdammt einen Aggressor vor dir hast. Übersetzt oder wie auch immer, dann ist das das hier. Strecken und wieder rein. Was passiert dann mit dem Aggressor? Es sind wahnsinnige Schmerzen. Ich habe das oft schon auch mit dem Taikai, mit dem Kampfsportler gemacht. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Auf meiner linken Seite ist mein Killerhund Mia, die unbedingt schon ihr Ball wieder will. Ja? Letztens hat mir einer geschrieben, ja, so quasi, das sind keine Hunde und diese Köter, und so hat mein Hund beschrieben, ja. Ich habe ihm dann geschrieben, dass die Hunde mehr Hirn und Intelligenz besitzen als derjenige, weil wie kann jemand solche Geschöpfe als Köter oder so bezeichnen? Wenn ich in Serbien lebe, wo ich auch meine Ausbildungen mache, dann sind da oft Straßenhunde. Ich habe immer Essen mit, egal ob im Rucksack oder im Auto, und versuche ich mich ein bisschen um die Hunde zu kümmern. Und nicht immer irgendein alter Straßenhund würde ich als Köter bezeichnen, aber das sind einfach dumme Menschen, da kann man sich nicht helfen. Da würde gerne noch was loswerden, Leute. Und zwar, letztens hat mir auch einer geschrieben, wie kann jemand so wie du eine Schule haben mit deiner Vorgehensweise und mit deinen Tipps und wie du die Leute aufklärst und so weiter. Leute, ihr müsst aufpassen, da sind sehr viele Theoretiker, Instruktoren theoretisch, die nur theoretisch alles beherrschen, die haben null Ahnung, wie es wirklich auf der Straße zugeht. Und ihr müsst sehr aufpassen, solche Leute, die euch nur volllabern, wie alles nicht funktioniert, wie du immer aufpassen musst, immer mildeste Mittel, immer das und Gesetz und dies und jenes, und man kann nicht so hart zuschlagen, man kann nicht mit irgendeinem Gegenstand den Aggressor, nicht Tanzpartner, Aggressor verletzen oder zuschlagen. Wie kommst du überhaupt dafür, deine Schule sollte man verbieten? Leute, solche nehme ich nicht ernst, weil das sind alles Theoretiker, das sind Leute, die null Ahnung haben, nur ihr müsst aufpassen. Das heißt, wenn du irgend so einen Aggressor vor dir stehen hast, du kommst mit deinen mildesten Mitteln nicht weit. Wenn du einen vor dir stehen hast, der dich vernichten will oder möchte, egal ob Frau, unterlegene Person, Mann, spielt keine Rolle, du kannst ihn mit irgendwelchen Tanzeinlagen nicht entgegenkommen. Er wird dich zerstören. Aber das ist diese heutige Gesellschaft. Alles versuchen sie Regeln nur mit weich, und diese, mir kommt das schon so wie so Unterwürfigkeit. Aber dann haben sie einen Endgegner, der bereit ist, dich ohne Wimper zu zücken, dich halb tot zu schlagen oder tot zu schlagen, so wie den jungen Griechen oder wie auch immer. Deshalb, Leute, lasst euch bitte von solchen Blendern nicht blenden. Und jetzt starten wir mit dem Video. In diesem Video geht es eigentlich um zwei Sachen. Ja? Erstens, die erste ist so technisch, da würde ich euch gerne was zeigen oder ans Herz geben, ja? Was man da machen kann und warum der Polizist, weil es geht um einen Polizisten und irgendeinen Randalierer, so ein Schwarzafrikaner, ganz große mit einem weißen T-Shirt. Aber dann geht es mich noch ein bisschen mehr darum, was manche Leute behauptet haben oder geschrieben haben in den Kommentaren unter diesem Video. Und ich würde das gerne ansprechen, weil ich selber mich oft schon damit auseinandersetzen müsste, Leute, die mir solche Sachen schreiben. Das ist so wie die Instruktoren, die ich euch am Anfang erwähnt habe, die null Ahnung haben, aber wollen sie irgendwas nach außen tragen oder dir was beibringen. Genauso diese Leute, die das einfach nicht verstehen, worum es geht und warum man oft den Falschen in Schutz nimmt. Ja? Aber schaut euch zuerst einmal das Video an. Man sieht da zuerst den mit den weißen T-Shirt zu randalieren. Seht ihr das? Komplett kaputt. Er geht trotzdem, ob er nicht darf, geht er rein, macht die Scheiben kaputt, ziemlich aggressiv. Jetzt schaut es den Polizisten an, was er macht. So, habt ihr gesehen, Leute, ja? Und dann war in den Kommentaren, irgendwo habe ich gelesen, was erlaubt sich so quasi der Polizist und warum muss es so brutal? Den Polizisten sollte man einsperren und sollte man so quasi aus dem Dienst suspendiert haben oder werden oder wie auch immer, ja? So quasi, dass er nicht mehr als Polizist tätig sein kann. Wisst ihr, Leute, was das größte Problem ist? Wenn wir zuerst das ansprechen, dann kommen wir zu dem technischen Teil.
dass viele Leute, die wirklich null Ahnung haben, mittlerweile mehr sympathisieren mit dem Aggressor als mit dem Opfer oder in dem Fall mit den Polizisten. Das heißt, haben diese Menschen, die jetzt den Polizisten beurteilen, nicht gesehen, dass er unerlaubt in ein Geschäft reingekommen ist, wo er höchstwahrscheinlich ausgewiesen worden ist, auch aus einem guten Grund, so wie damals das Video mit den Netto-Mitarbeitern, das hat mittlerweile schon über 100.000 Aufrufe, hat auch der Netto-Mitarbeiter höchstwahrscheinlich nicht nur so, weil er Lust hatte, irgendjemanden verprügelt, sondern es hatte hundertprozentig einen Grund dafür. Da haben wir auch den Grund gesehen. Das heißt, jemand, der höchstwahrscheinlich einen Hausfriedensbruch oder irgendein Hausverbot oder wie auch immer, oder ist ausgewiesen aus dem Lokal, trotzdem die Türen zertrümmert, die Fenstereinschläge oder die Eingangstüre, ja, und dann kommt er noch aggressiv rein. Was bleibt anders den Polizisten übrig? Vor allem, wenn du so einen Typen vor dich hast, der ein Kopf größer ist als du. Und das verstehen diese viele Menschen nicht, dass man oft zu Aggressivität und gewissen solchen harten Techniken greifen muss, wenn du verdammt einen Aggressor vor dir hast. Was haben diese Leute, die sich das Video angeschaut, eigentlich gesehen, die so mit so dummen Kommentaren kommen? Was haben sie gesehen? Einen ruhig gestellten, komplett entspannten Typen, der jetzt mit dem Polizisten nur reden will und er will keinen Stress und er zeigt gar keine Anzeichen von Aggressionen oder so. Man hat gesehen einen großen, aggressiven Typen, von dem man ausgeht, dass er jetzt wahrscheinlich zu allem bereit ist. Der schlägt die Scheiben rein, der tritt dagegen, der schlägt dagegen und geht auf die Mitarbeiter los. Was haben die anders die Leute gesehen? Versteht ihr das? Und das habe ich oft schon in Deutschland schon mitbekommen, dass wenn ich irgendwelche Videos gedreht habe über irgendwelchen Aggressoren, dann stellen sich auf die Seite von den Aggressor. Und wer weiß, ob das und ob er traumatisiert und dies und jenes. In so einem Moment interessiert mich nicht die Bohne, ob der arme Kerl traumatisiert ist oder nicht. Wenn sich jemand nicht benimmt, dann muss er auch die Hand des Gesetzes oder in deinem Fall vielleicht in der Verteidigung oder Nahkampf auch spüren. Und du kannst nicht die ganze Zeit nur wegschauen. Ich sag's euch, diese Menschen, die den Aggressor in Schutz nehmen, es klingt zwar blöd, aber ich wünsche denen, dass es nie passiert. Aber wenn schon, dann werden sie das auf eigenem Leibe spüren dann, wie sie mit so einer Einstellung oder wie weit sie mit so einer Einstellung kommen und nämlich nicht weit, ja. Ich kann mir das manchmal wirklich nicht mehr geben, solche dummen Kommentare, die Leute, die wirklich richtig aggressive Menschen noch in Schutz nehmen und so quasi, als wären sie die Heiligen oder so. Wie soll man sie sonst anpacken? Oft sieht man das auch bei den Polizisten, habe ich letztens auch in Deutschland ein Video gesehen, das waren irgendwelche Pakistaner, glaube ich, weil die Frau hat auch ein Kopftuch gehabt, ich glaube, das war irgendeine Demo gegen Israel oder wie auch immer. Das ist alles gut und schön. Aber wie sie den Polizisten beschimpft hat, der ein Mann, der hat ihn bespuckt und so weiter und die wollten ihn verhaften. Und die Frau schlägt auf den Polizisten und mehrfach sagt sie, Arschloch, du Arschloch, du Arschloch und Arschloch, bis der irgendwann der Polizist explodiert ist und hat auch die Frau gepackt. Ja, wie weit muss es noch in Deutschland gehen oder in Europa? Wie viel müssen wir uns noch auf den Kopf, sorry für den Ausdruck, scheißen lassen und alles gefallen lassen von diesen Typen, die uns null respektieren? Ich verstehe das nicht mehr. Und jetzt wahrscheinlich auch da würden sie manche finden, ja, muss der Polizist die Frau so hart anpacken? Ja, die hat den Mann geschlagen. Sie hat nur Respekt von den Polizisten gezeigt, gespuckt und geschimpft als Arschloch. Sorry, aber da sehe ich keine andere Vorgehensweise, als die Frau zu packen, an die Tür, ans Auto zu drücken, Handschelle rein und tschüss, gehst du rein in Ausnüchterungszelle oder was auch immer man da macht. Diesen Menschen, die so bereit sind, dich respektlos anzugreifen, muss man eine harte Hand zeigen und Grenzen vorzeigen, sonst irgendwann wird es noch viel, viel schlimmer. Jetzt zu der Technik, Leute. Das zeige ich oft mit meinen Schülern, und zwar, das ist meine berühmte Peitschenschlag. Ja? Es ist kein Stich, ich mag diese Augenjab nicht, weil da musst du irgendwie genauer reinkommen und so weiter, das mag ich nicht so. Und vor allem, wenn du diese Peitschenschlag schlägst, das ist der einzige Schlag, wo ich auch das Handgelenk bewege. Normalerweise ist das auch, wenn du zuschlägst, bist du immer, egal ob Messer oder mit Stock, bist du immer wie, als hättest du eine Schiene drinnen. Aber in dem Fall ist das hier. Das kannst du trainieren, entweder mit einem Stock, ja, du bist ganz entspannt hier und auf einmal, bam,
gehst du hier, als würdest du am Sandsack oder auf ein Dummy hier hinten schlagen wollen. Das heißt, das ist nicht so ein direkter Schlag zum Kopf, sondern als würdest du hinten kommen. Und wenn du das, wenn ich das irgendwo im Video habe, dann zeige ich euch das. Wenn du das dann waffenlos ins Waffenlose reingibst oder übersetzt oder wie auch immer, dann ist das das hier. Strecken und wieder rein. Was passiert dann mit dem Aggressor? Es sind wahnsinnige Schmerzen. Ich habe das oft schon auch mit den Taikai, mit den Kampfsportler gemacht und so auch mit dem Boxer. Ich habe probiert, nur so 5% auf Brustkorb zu schlagen oder Schulter. Und da habe ich schon gesagt, boah, das sind aber Schmerzen. Stell dir vor, du machst das 100%. Wenn diese linke Hand nach vorne geht, automatisch powerst du hier für die rechte Hand. Und das sind so Sachen, die den Aggressor kurz durcheinander bringen. Habt ihr gesehen, was mit dem Polysystem passiert ist, beziehungsweise mit dem Aggressor? Er hat einen Schlag abbekommen, das heißt, das so wie ein Jab, und dann hat er ihn aufgehoben und zum Boden geklatscht. Genau das passiert auch auf der Straße. Du musst ihn dann niemanden dann aufheben und zum Boden bringen. Aber wichtig ist das da hier, wenn das passiert, das heißt, der ganze Schlag, der Handrücken und die Finger gehen auf die Nase und auf deine Augen. Was passiert dann? Innerhalb von ein paar Sekunden bist du desorientiert. Das sind die Sekunden, die du brauchst, um schnell wegzulaufen. Ob du danach den Aggressor noch fertig machst und erst dann wegläufst oder machst du das hier und dann startest du sofort weg, das ist dir überlassen. Wichtig ist, Leute, in so einem Fall, dass du danach sofort agierst. Du darfst nicht viel zu lange warten, weil wer viel zu lange wartet, viel zu lange zögert, wie ich immer sage, machst das leicht den Aggressor, aber nicht dir selber. Das heißt, wenn jemand deine private Sphäre überschreitet, boom, das muss schon passieren. Oder jemand geht plötzlich auf dich zu. Du kannst auch zurücken, wenn es schon zu nah ist, boom, zurücken, aufbauen, bam. Und das ist das, was in Kurs stoppt. Du hast die 2-3 Sekunden Zeit, dann entweder nachzulegen oder wegzulaufen. Und das funktioniert perfekt. Du kannst das auch immer so Pratze halten. Der andere Partner weiß nicht, wann du kommst und irgendwann gehst du so mit der Pratze nach vorne. Boom! Und er muss reagieren und dann mit der anderen Hand zuschlagen. Macht sie das aber nicht wie so Drills immer das, sondern beide. Ich trainiere dich, du trainierst mich. Das heißt, beide sind in einer Kampfposition und du weißt nicht, wann derjenige aufzeigt. Bam! Und dann auf einmal startest du durch. So sollte man trainieren. Ja, ich habe jetzt Pause, November und Dezember ab Jänner. Es sind immer mehr und Leute reservieren. Das heißt, wenn noch nächstes Jahr bei mir sein will, hier in Wien, dann muss es schnell sein. Aber April sind auch schon viele Reservierungen, nächstes Jahr auch für Serbien. Ja? Und selbstverständlich, Leute, Gegenstände. Dieser Schlag, dieser Peitschenschlag, das ist dasselbe, als würde ich dich, weil manche sagen, ja, mit dem Messer immer von Kind nach unten attackieren, ist Blödsinn. Ich mache oft mit meinen Schülern, weil ich mache keine, wie heißt das, Sachen, die Entwaffnungen mit dem Messer, sondern Umgang mit dem Messer. Wenn du lernst Umgang mit dem Messer, dann lernst du dich auch ganz anders zu positionieren, ganz anders bewegen, auch wenn du kein Messer in der Hand hast, weil du kannst in den meisten Fällen nicht weglaufen. Das ist nur Aberglaube von Leuten, die wieder nur keine Ahnung haben. Ja? Und wenn du, stell dir vor, dass du ein Messer oder irgendein spitziges Gegenstand hast und dann streichst du hier einfach durch sein Gesicht durch. Wieder hast du dann ein paar Sekunden, um entweder wegzulaufen oder anders zu reagieren. Genau dasselbe kannst du selbstverständlich machen mit so einem Neckknife, die ich jetzt im Shop habe. Ja? Die sind wieder im Shop, Leute, diese wunderschönen Neckknives. Ja? Und jetzt stell dir vor, die sind ziemlich spitz. Stell dir vor, das passiert hier, durchs Gesichtsstreifen, durch die Augen. Du weißt schon, wie das unangenehm ist, wenn dir irgendwo im Wald irgendwas so kurz in irgendein Ass oder was in die Augen kommt. Wie unangenehm das ist. Musst du kurz stehen bleiben und bist eigentlich kampfunfähig. Jetzt stell dir vor, dass absichtlich jemand sowas macht, dass die dort durch Gesicht streift mit sowas. Oder mit so einem Gegenstand. Zuerst ins Gesicht und dann kannst du zuschlagen oder weglaufen. Hier, das sind diese Nussvariante, die sie jetzt auch in Shop. Das heißt, mit irgendwelchen Gegenständen, wo du den Aggressor wehtust, bist du auf jeden Fall besser unterwegs, wie nur nicht mit bloßen Händen. Vor allem Leute, die sich nicht verteidigen können oder haben weniger Ahnung von der Materie, würde ich euch empfehlen. Das würde ich euch weniger empfehlen, ein echtes Messer, weil du musst erstens einmal damit umgehen können, ja? Sonst wird das noch gegen dich eingesetzt. Und zweitens musst du auch in Notfall, wenn es um dein Leben geht, auch im Klaren sein, dass du so ein Messer auch einsetzen musst. Und ihr wisst, was das dann heißt. Ja?
Und du musst dann damit auch leben, selbstverständlich. Leute, bleibt stark, bleibt gesund und lasst euch bitte nicht blenden von solchen Leuten, die null Ahnung haben von der Materie, ja, die euch nur erzählen und bei irgendeinem Kurs nur eine Stunde damit verbringen oder zwei, was du alles nicht machen darfst, mildeste Mittel und das. Und wenn, am besten, wenn sie noch sagen, wahrscheinlich, dass wenn die dich schlägt auf die linke Backe, dann musst du ihm auch die rechte geben. Vergiss solche Leute. Nur durch aggressive Vorgehensweise, wenn es schon so hart auf hart kommt, kannst du überleben. Selbstverständlich, dein Mundwerk sollte deine stärkste Waffe sein. Aber wenn es nicht anders geht, wirst du mit irgendwelchen Tanzeinlagen nicht weit kommen. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich gerne freuen. Schaut auch an meinen Facebook-Kanal Padman Sports, poste ich oft Videos. Man sieht sich wieder. Ciao, ciao, ihr Marek.